Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Und ja, jetzt war ich hier eine schöne kleine Vorfreude-Tour hier, kurz vor Silvester. Wir haben hier schöne Artikel am Start. Hier ein paar Batterien, Fontänen, Raketen, Rölis. Hier was richtig geiles braucht, so ein paar Vulkane, Luftheuler, Moskitos, Frösche und bunte Mischung, würde ich sagen. Noch Parmesan, ja, auf jeden Fall richtig geil. Auch dabei, habe ich gehört. Genau, war Aspyrisch nämlich auch ein Schlüssel. Und wir haben richtig Bock. Und ich würde sagen, fangen wir hier direkt mal an mit einem Moonshiner von Leslie. Richtig geile Teile. Und ja, so, let's go. Let's. Moonshiner von Leslie. Auf Gönnung. Ei! Oh, hier mit Ding. Wie nennt man das nochmal? Elektrosfeuerzeug. Oh, der Ton, Leute, der Ton. Alle scheiß Zünschen. Gönnung. Leute, hier gönnt euch mal die Kulisse. Einfach ein paar Bäume. Richtig geile Teile. Ah, man sieht es nicht, aber auf jeden Fall hier überall Schatten, Leute. Oh, tanzt nochmal, wie in unserem letzten Video. Aber pass auf, der hat einen Crackling. Gut zu wissen, schon. Jawohl, jawohl. Und jetzt kommen wir zum nächsten Artikel. Leute, weiter geht's hier. Oh, Nachzünder. Und zwar von X-Bird, hier so ein Feuersonnenvogel. Sonnenvogel oder so. Sonnen, ja, sowas. Sonnenvogel, egal. Sonnenvogel. Und oh, deiner. Sonnenvogel, klingt gut. Legst du hier rüber? Also Jungs, leg mal hier rüber einfach. So. Mal schauen, was der kann. Jo, fliegt der hin. Krankes Teil. Übel geil, vor allem die Brenndauer, Alter. Richtig geil. Jetzt kommen wir zum nächsten Artikel. So Leute, jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, hier mit den Knallfröschen. Danke für Räder. Danke an Röder. Danke für Röder. Würde ich sagen, let's fetz. Das sind die C-Knallfrösche, Leute, von Funke. Mal gucken, wie die sind. Machen einfach alle vier raus. Vier weg. Ja, safe. So. Mal sehen, ob das Feuerzeug hier auch so was zünden kann. Aber wo dann am Start hier. Mach gleich alle direkt hinterher. Gott. Oh. Wow. Junge. Junge, wo ist der? Wo ist der hin? Attacke, Junge. Alter, die sind ja immer richtig krass, ey. Die fliegen da irgendwo rum, ey. Richtig geil. Ich würde sagen, Tänchen. Ja, ich hätte Bock auf Fontänchen, machen wir die da. Eine alte Luftikus. Geil. Okay, gehen wir mal hier rüber. Also aufpassen bei der Knallfrische auf jeden Fall. Juch. Funke halt. Yes. Weißt du nie. Das kommt. Oh, ups. Dann wir hin. Und ja, let's go. Sehr schön. Ah, oh, ich häng, Leute, ich häng. Scheiße. Leute, ich häng im Busch. Mach mal ab. Leute, ich häng. Ich ging hier gerade in so einem Dingbusch, ey, Dornbusch. Aber kein Thema, danke. Boah. Schöner alter Track. Boah, der Sound. Sehr geil, sehr, sehr geil, Leute. Heftig. Heftig. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal, Luftpfeife können wir machen. Funkluftheuler? Yes. Haben wir mal nicht alle, oder? Nee, haut da bloß ein paar raus. Okay. Schuss ein bisschen zu laut. Auf jeden Fall richtig geile Teil, Leute. Sagen, jag mal ein paar weg. Du hast ja Erfahrung damit. Ich habe Erfahrung. Experte am Start. Sehr, sehr geil, Leute. Direkt Nummer 1. Nummer 2. Nummer 1. Boah, der Ton, Alter. Einfach nur Deluxe. Und der letzte. Oh, das war nicht so geil. Auf jeden Fall richtig geil, Teil, Leute. Kann nur weiterempfehlen.
Ich würde sagen, ich habe irgendwie Bock auf die Goldfontäne da. Die Goldfontäne, die ist sehr schön. Müsste die mit der, ja, die mit der kurzen Brenndauer und höherem Ausstoß. Von Feistle. Schau einfach mal hier. Jawohl. Richtig schön. Let's go. Ich gehe schon mal ein bisschen zurück. Ah ja, let's go, Leute. Boah. Hammer. Wie ich vermutet habe. Richtig geil, Leute. Ausstoß, kurze Brennung. Richtig schön. Machen wir hier für zwischendurch, oder? Ein paar Blitztürme, yes. Cut 1 Artikel natürlich. Von Leslie. Geht immer. Muss. Haben wir natürlich auch. Also wir lassen uns nicht lumpen. Ja, sind wir am Start. Haben wir Haukle alle raus, würde ich sagen. Alle vier. Alle vier. Ist ja Cut 1. Ist ja legal hier. Muss. Lass einfach nach vorne. Ja. Rennst du alle vier, mach gleich alle vier. Strobo-Party, Leute. Es flackert das Licht, dann kommt die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Krieg. Ich tweet. Jawohl. Sehr schön hier verteilt von Fastbüro. Ja, geile Dinge. Sehr schön. Brenndauer ist auch ein bisschen kürzer geworden, muss ich sagen, aber immer noch ordentlich zu empfehlen. Für Klasse 1. Werden die jetzt zu Ende brennen, machen wir mal weiter. Ich hätte irgendwie Bock hier mal auf den Luna-Vulkan von Blackbox. Luna von Blackbox. Nummer 3. Gespannt, den habe ich noch nie. Ich auch noch nicht. Bin ich mal gespannt. Sogar mit. Oh. Ganz edel. Da bin ich echt gespannt, Leute. Da bin ich gespannt. Richtig schöner Vulkan. Gucken wir mal. Let's go. Stellen wir auch hier mal hin. Ich gehe ein bisschen auf Abstand. Würde ich sagen, jetzt fahre ich die Luna. Luna klingt ein bisschen falsch, aber. Boom. Oh. Der Effekt ist richtig geil, Leute. Der Ausschuss ist irgendwie nicht so. Schöner Pop. Okay. Irgendwie wird er nicht ganz so. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt langsam kommt er, Leute. Kommt Luna. Luna, komm, gib alles. Der Effekt ist übel geil. Jetzt, Alter. Jo, Junge, er ist am Start, Alter. Oh. Ja. Alter, am Anfang nicht so geil, aber dann müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ein paar mehr mit. Alter, richtig geil, richtig schöner Vulkan. Dann jetzt zwischendurch. Moskitos von Leslie. Die gehen echt immer. Alter, mit die Krankwale, Leute. Da haben wir schon mal einen Daumen nach oben, Alter. Ein bisschen Startschwierigkeiten. Machen wir ein paar, würde ich sagen. Vier Stück. Ja, wir fahren einfach mal vor. Nach ein paar Startversuchen. Jetzt sieht man leider nicht viel, sondern kann nur hören. Weil die auf Kamera zu kriegen, Alter, das ist schwierig. Also, jetzt nur hören, Leute. Macht direkt alle hin. Jawohl, wir machen. Der Ding, der Sound ist einfach geil, Leute. Auch ein Muss jedes Jahr. Der war haarscharf vorbei. Auf jeden Fall sehr geil. Ich hätte jetzt irgendwie Bock hier auf ein paar Rölis. Ich würde sagen, erstmal die kleineren von Keller. Ja. 20 Schuss. Beides 20 Schuss, aber. Zünde beide an und gib schön an. Das wäre sehr nett. Ja. Da können wir mal ein bisschen rumballern hier Richtung Weg. Ich muss erstmal gucken, wo die Zündschnur ist. Ziemlich kurz. Jo, passt. Egal, da mal reinnutzen. Einmal. Gut Glück. Safe. Ja. Nummer 1. Zünde in der Zeit gleich an und zünden. Wow. Okay. Jawohl, Alter, ich hatte ihn kaum in der Hand. Okay, jetzt den von Fast Pure noch. Alter, die sind schon echt hart kurz. Aber Elektro. Okay, da noch. So muss das, Leute. Meine war anscheinend durch, ne? Ja. Anscheinend. Aber hat auch was. Abwechseln. Boah, ich versuche mal die Dinger abzuschießen. Der Vulkane wohnt. Ah, klar. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, Leute.
würde sagen, direkt im Vergleich hier, die von Panda, die ist ein bisschen länger. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Glück. Ja. Ah, die Zündschnelle sind auch 20 länger. Schuss. Ja, auch 20 Schuss. Ich würde sagen. Perfekt. Merci. Einmal. Schieß mal hier runter. Oi. Oi, oh. Oh. Synchronschießen. Nein, der Sportart, Synchronschießen. Man kennt ihn. Aber meine Chance. Auf jeden Fall finde ich. Rallys machen immer Bock. Ja. Rallys sind immer geil. Sind ganz nice. Jetzt arg besser sind sie jetzt nicht. Kommt halt auf Preis-Leistung drauf an. Aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, sollen wir die Panda Fountains mal machen? Von Tropic. Tropic, mal was ganz Neues. Die relativ neue Marke. Zwei Stück, würde ich sagen, oder? Ja, mal, fangen wir mal jetzt mal an. Mal gucken. Mal sehen, wie viel. Schreiben Sie mal hier daneben in den anderen Fontänen. Da bin ich jetzt echt gespannt, Leute. Zünd gleich beide auf einmal. Oder warte, ich zünd einen, du nee, zünd einen. Krieg schön. Das lässt sehen, ob es hinkriegt, Leute. Kriegt das hin? Ja. Easy. Wow. Perfekt. Vor allem waren die nicht so teuer, Leute. Alter, wie geil sind die. Richtig schöne Vulkane von Tropic Fireworks. Richtig geile Dinger. So Leute, jetzt geht's hier weiter. Ich würde sagen, mit der Tosh Pyro 9. Okay, schöne Batterie. Ich weiß, ohne Zerleger. Gekauft bei Pyro Union für 2 Euro. Bei der Black Pyro Friday Aktion. Yes. Ich glaube, wir müssen jetzt einen kurzen Cut besprechen. Ist echt geil. So Leute, jetzt hier Tosh Pyro 9. Fertig. Aufgebaut. Let's go. Spaß. Ah, Genuss. Oi. Oh, die Schunke kippt, die Schunke kippt. Okay, Leute. Also auf jeden Fall dies sichern. Ja, moin. Eine richtig schöne kleine Batterie. Ich hab sie abgeschossen worden. Alter, wir werden hier attackiert. Ich würde sagen, jetzt kommen hier mal was richtig geiles. Und zwar die Star Rockets hier. Neuheit. Von Weco. Schöne kleine Raketen, habe ich mega gespannt. Ich würde sagen, da ballern wir einfach alle weg. Ja, sind wir mal nicht geizig. Gibt's Licht? Dann gehen wir rüber zu der Batterie. Da können wir es da gut reinstellen. Ja, die ist ja umgefallen. Da liegt sie. Sehr schön. Aber schöner Effekt, muss ich sagen. Ja, sehr geil mit den Pfeifern. Die Star Wars, da bin ich jetzt echt mal gespannt. 6 Stück. Ich würde sagen, fangen wir mit der grünen an. Ja, hau gleich beide auf einmal raus, wenn es hinkriegt. Zwei grüne, kriegst du hin? Jawohl. Ei, so. Ja, ist so. Da bin ich gespannt, Leute, so sehen die aus. Sehr schön. Let's go. Ja, passt. Beide am Start. Schöne kleine Raketen. Sehr geil, Leute. Waren also ja auch nicht. Preis 2,99, glaube ich. 6 Raketen macht Schnickschwall. Ja, jetzt die roten oder die blauen? Oh, die roten. Die roten, da bin ich gespannt. Vielleicht haben die sich jetzt wünschen. Ein bisschen anderen Effekt. Also, das ist jetzt ein schönes Crackling, muss ich sagen. Ja. Hat gepasst. Jetzt die roten, Leute. Fliegen auch richtig hoch, muss ich ehrlich sagen. Also für den Treiber. Edel, rot, gold, sehr schön. Sehr schöne kleine Raketen und jetzt zum Schluss hier noch die blauen. Die zwei blauen. Und ja, let's go. Sehr, sehr geil, Leute. Da kriege ich mir jetzt richtig Vorfreude. Richtig schön. Also die blauen haben mir ehrlich gesagt am besten gefallen mit dem Blinker. Ich würde sagen, jetzt kommen wir hier noch zu der Fontaine Junior Chico. Danach hier hinten die Discovery. Oh, sehr alt mit altem Vico-Logo. Genau, Junior Chico. Auch sehr schöne Teile. Nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja. Mit lauten Pfeifer. Und glaube,
2. Oh, da wurde auch schon geknallt. Wir kriegen schon eine Antwort, Leute. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die was hier schießen. Sehr schön, okay, doch nur ein Pfeifer. Aber ganz schöne Batterie, Fontäne. Apropos Batterie, da haben wir ja noch was. Die Überleitung. Kleine Finale und zwar eine schöne kleine Batze aus dem Lidl und zwar die Discovery. Für 2,99, guter Artus-Ersatz meiner Meinung nach. Gucken wir mal geschwind. So. Einfach aufreißen irgendwie. Aufreißen. Standfußleute natürlich nicht vergessen, auch da hat man gerade ja gesehen bei der Batze davor, der hatte leider keinen Standfuß. Immer schön ausklappen und sicher im Stand. Ich würde sagen, stellen wir jetzt auch hier rüber. So ein kleiner Abbrenner wird natürlich alles aufgeräumt, Leute. Das ist auch ein Muss für jeden Pyro. Und ja, jetzt für euch hier die Discovery. Let's go. Let's go, würde ich sagen. Geh schon mal ein bisschen zurück. Die knallt nämlich ein bisschen. Viel Spaß. So, let's go. Ja, Mann. Discovery am Start. Oh Gott. Die drückt. Richtig geile Batterie, Leute. Ein perfektes Finale für die Zündeltour. Aber ich sage euch noch ein schönes Silvester, Leute. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Haut rein.